Wer kennt das nicht? Ein Toaster oder ein altes Radio, was nicht mehr funktioniert. Doch all das muss nicht immer direkt im Müll landen. Manchmal brauchst du einfach nur einen kleinen Handgriff oder etwas Unterstützung. Und deshalb gibt es hier in Gotha das Repair-Café. Wir schauen uns heute einmal an, was hinter dem Konzept steckt. So, Sie sind hier die erste Anlaufstelle für alle, die vorbeikommen mit den kaputten Geräten. Was ist denn hier zu tun als erstes, also wenn ich hierher komme? Was das Gerät für einen Fehler hat. Wir brauchen dann die E-Mail-Adresse, Name, Telefonnummer, um Rückfragen stellen zu können, falls wir manchmal ein Gerät auch in den Schrank legen und bei unserem Nachholtermin dann abarbeiten. Des Weiteren ist ganz wichtig, dass die Kunden eben unterschreiben, weil wegen Haftungsausschluss kann ja doch mal passieren, dass wir den Fehler noch größer machen. Also es ist noch nicht vorgekommen, aber zur Sicherheit muss das unbedingt sein. Ja, und wenn ich hier ein kaputtes Gerät habe, kann ich einfach vorbeikommen oder muss ich mich anmelden? Was für Bedingungen gibt es? Ich kann einfach vorbeikommen, aber viel Zeit mitbringen, weil es ist immer sehr voll. Aber im Prinzip einfach vorbeikommen. Und Sie bekommen das jetzt hier alles mit. Was ist denn das Häufigste, was hier zur Reparatur kommt? Drucker, Kaffeemaschinen, DVD-Player, CD-Player, sowas meistens. Und was ist so die Quote? Wie oft passt es dann auch wirklich, dass am Ende die Menschen hier mit einem reparierten Gerät wieder rauskommen? 70% schaffen wir schon. Oh, das ist schon gut. Was oft heikel ist in Kaffeemaschinen, also da sitzen wir wirklich lange dran. Die haben wir auch oft im Nachholtermin. Aber wir versuchen halt, das Beste draus zu machen. Ja, mit welchem Gerät sind Sie denn heute hergekommen? Mit einem CD-Player. Und was ist da dran kaputt? Haben Sie schon Ahnung? Ich habe keine Ahnung. Er hat mir gesagt, nur Disk, wenn ich eine CD reingeschoben habe. Und mehr weiß ich nicht. Machen wir auch das Fach nicht auf, um die CD wieder rauszuschieben. Oder überhaupt eine reinzulegen. Ja. Und wie sind Sie auf das Repair-Café gekommen? Waren Sie schon mal hier? Nein, das erste Mal. Ich habe im Internet gesucht, weil ich gesagt habe, irgendwo muss es doch jemanden geben, der noch repariert. Und da habe ich das Repair-Café gefunden. Sehr schön. Was sagen Sie gerade zum Stand? Was ist schon passiert? Wird's was? Ja, das wird noch nichts. Das geht gar nicht auf, das Laufwerk. Gute Frau sagt, sie hätte eine CD reingelegt und nicht wieder rausgekriegt, aber es geht gar nicht auf. Es geht gar nicht auf. Ich vermute, dass mechanisch erstmal irgendwo was klemmt, aber da müssen wir mal gucken, ob wir noch was finden. Es bedarf hier also noch ein bisschen Zeit. Das bedarf noch ein bisschen Knuffhoff. Ja, neben mir jetzt Organisator Benjamin Heinemann. Erklär mal, was ist denn das Konzept hinter dem Repair-Café? Was ist denn der eigentliche Grund? Im Repair-Café sollen eigentlich Leute sich einerseits begegnen, andererseits lernen, ihre Sachen selber zu reparieren und dabei eben auch so ein bisschen Wissen von uns vermittelt bekommen. Wir haben es ganz oft auch, dass sich hier schöne Synergien ergeben, sage ich mal, viele Geschichten ausgetauscht werden von früher, von heute und jung und alt zusammenarbeiten, das macht es eigentlich aus. Und es hat ja auch Mehrwert, einmal für die Umwelt und andererseits ja auch für den Geldbeutel, oder? Für unsere Kunden auf jeden Fall, ja. Also mit einer Quote von über 80% reparierten Geräten hier können wir, denke ich, ganz gut Umwelt schonen und Müll vermeiden. Und für uns macht es natürlich Spaß, immer wieder was dazuzulernen und auch mal so ein bisschen in die Geräte einzusteigen, ja. Ja, bis vor kurzem gab es von der Thüringer Verbraucherzentrale diesen Reparaturbonus. Der Fördertopf ist jetzt leer. Würdet ihr euch denn sowas für die Zukunft wünschen? Wie war das überhaupt für euch? Auf jeden Fall. Ich denke, der Schritt war richtig und in die richtige Richtung. Wir müssen das, glaube ich, in Zukunft noch ein bisschen weiter ausbauen. Schauen, dass da von offizieller Stelle ein bisschen mehr Geld noch in die Hand genommen wird. Aber der Schritt ist in die richtige Richtung gegangen, ja. Kannst du mal erklären, was die Bedingungen denn für diesen Reparaturbonus war, für Leute, die das jetzt gar nicht mitbekommen haben? Also es ist grundsätzlich so angedacht gewesen, dass Leute ihre Geräte professionell reparieren lassen können und dann eben diese Rechnung einreichen, davon einen gewissen Teil zurückerstattet bekommen. Und im Repair-Café ist es dann eben so gedacht, dass Geräte ab einer Bagatellgrenze von 20 Euro, also beziehungsweise die Ersatzteile ab einer Bagatellgrenze von 20 Euro eben auch erstattungsfähig sind. Und wir sozusagen ein Schriftstück ausstellen, das mit Stempel und Unterschrift abzeichnen, die Kunden das dann in der Verbraucherzentrale einreichen können. Dadurch dann eben eventuell ihr Geld wieder zurückbekommen. Und das ging hier in den Repair-Cafés und das ist jetzt quasi ausgelaufen, diese Aktion. Ihr wünscht euch die auch wieder? Genau, das haben wir zum Teil so praktiziert. Wir hätten uns noch ein bisschen mehr Zulauf auf diese Aktion gewünscht einerseits. Auf der anderen Seite war bei den Leuten, die es gemacht haben, die Begeisterung groß. Ja, wir würden uns freuen, wenn es zukünftig weiterhin so geht, ja. Und jetzt nochmal hier zu dem Repair-Café Gotha. Wie kam es dazu? Gestartet sind wir in 2017 im Frühjahr und eigentlich aus der Idee heraus, hier das Haus und den Raum ein bisschen mit Leben zu füllen. Ja, ich saß dann damals hier erstmal fast allein mit meinem Lötkolben und irgendwie sind dann nach und nach immer mehr Freiwillige dazugekommen und jetzt haben wir doch eigentlich ein ganz beachtliches Team.
und schaffen auch ganz gut was weg hier. Wie viele Ehrenamtliche sind es mittlerweile und woher kamen die? Also sind die alle von Anfang an dabei oder Stück für Stück? Die haben sich Stück für Stück zusammengefunden. Jetzt sind wir mittlerweile bei 14 Personen, die sich hier ehrenamtlich engagieren. Das geht los vom Schüler, den Fred, der jetzt eben hier neben mir saß, den haben wir zum Beispiel über die Arnoldi-Schule, über ein Schulprojekt zusammen akquiriert. Der war damals 12, jetzt ist er schon seit 5 Jahren dabei und ist dabei geblieben. Ich glaube, dem gefällt es ganz gut. Auf der anderen Seite haben wir auch ein paar Rentner dabei, Arbeitstätige, also quer durch die Bank. Ja, danke schön. Dann schauen wir uns das Ganze heute einfach mal an. Mit welchen Reden sind Sie denn heute hier? Ja, ich habe heute so ein ferngesteuertes. Heute habe ich so ein ferngesteuertes Auto mitbekommen von meiner Tochter. Die möchte natürlich gerne, dass es wieder fährt. Problem ist allerdings, es ist ein Akku drin gewesen, allerdings keine Möglichkeit, den Akku zu laden. Kein Anschluss, gar nichts dafür. Deswegen bin ich heute hier und wir gucken einmal, ob der Akku überhaupt noch ladefähig ist. Und dann gucken wir, wie man den Akku demnächst zu Hause auch laden kann, dass er damit wieder dann Spaß hat und rumfahren kann. Und wer ist jetzt für Sie zuständig hier gerade? Die beiden Kollegen, die jetzt gerade aktuell, während der Akku am Strom hängt, mit einem Handy beschäftigt sind. Die kümmern sich parallel auch um mich, beziehungsweise um den Akku. Also wir haben jetzt erstmal den Akku ausgebaut und den jetzt hier an das Ladekabel, was wir dabei hatten, so provisorisch drangehängt, um erstmal zu testen, ob der noch ladefähig ist. Und wenn wir das festgestellt haben, ob der noch ladefähig ist, müssen wir uns das ausdenken, ob man den dann auch noch perspektivisch mit was anderem aufladen kann. Und wenn der funktioniert, müssen wir uns Gedanken darüber machen, wie wir dann ein Netzteil kriegen, was dann auch mit dem Akku funktioniert. Und jetzt ist erstmal warten angesagt. Aber denkst du, schaffst du zu reparieren? Ist machbar. Und seit wann bist du hier? Ich bin seit 5 Jahren hier. Und wie hast du dir diese Fähigkeiten angeeignet, hier jetzt auszuhelfen? Also ich bin ja ohne Fähigkeiten hier angekommen und habe das dann mehr so hier gelernt, was man denn so zu tun hat und wie alles funktioniert. Und wurde einfach so ein bisschen angelernt und seitdem helfe ich hier mit. Ja, und während Sie gerade Ihren Föhn hier repariert bekommen, lohnt es sich natürlich in der Wartezeit, sich auch etwas hier zu holen. Ist ja schließlich das Repair-Café. Genau. Und schmeckt der Kuchen? Schmeckt gut, ja. So kann man seine Wartezeit verbringen. Kann man verbringen, ja. Alles sehr gut. Und was ist rausgekommen bei der Reparatur? Alles funktioniert oder muss noch was gemacht werden? Funktioniert nicht. Leider muss was gemacht werden. Das schöne Auto hatte ich heute hier mit. Der Akku war halt entladen. Es gab keine Möglichkeit, ein Ladegerät anzuschließen. Deswegen war ich heute hier. Wir haben jetzt mal gemeinsam reingeguckt. Das Ergebnis von heute ist erstmal, dass der Akku nicht mehr geladen werden kann. Der wurde eben tief entladen. Das mag die Elektronik gar nicht. Also muss ein neuer Akku gekauft werden und dann ein passendes Ladegerät dazu, was es im Original überhaupt nicht dazu gab. Und wenn das alles da ist, bestellt ist, dann kann ich wiederkommen, wird es eingebaut und dann kann mein Tochter mich wieder damit fahren. Dann viel Spaß damit. Dann weiterhin viel Erfolg auf der Reparatur. Danke. Bis zum nächsten Mal.